Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden hier jetzt, sagen wir mal so, eine Umlagerung vornehmen. Wir werden das hier 5 Kisten weiter oben quasi, als es eigentlich angedacht ist, aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier ist quasi das Förderband, was jetzt hier ist. Wir müssen uns ein bisschen Platz schaffen nach unten. Und damit kommen wir aber so weit aus dem Kurs eigentlich raus, dass wir dann nachher eigentlich, ich glaube, wir brauchen es doch nicht verlegen. Wir werden die Produktion der roten Chips einfach dann hier oben versuchen mit unterzukriegen, also auf dem Rückweg von den Materialien, was wir hier herstellen. Ja, wird auch schwierig, ne? Na, irgendwie, also ich weiß noch nicht, keine Ahnung, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das plane. Weil wir jetzt doch relativ hoch rauswachsen und eigentlich hier oben eine komplette Produktionsstraße und eine zweite belegen. Da werden wir sehen. So, okay, das waren die beiden. Dann kommen da ja noch zwei lang hier. So. So, und dann müssen wir nämlich hier die Anschlüsse alle so legen, wie wir es brauchen. Und dann fangen wir hier an, damit wir dann hier noch ein bisschen Platz haben, um die Anschlüsse gut zu verlegen. Dann fangen wir hier an. Hier kommt die erste Fabrik hin. Dann kommt quasi hier das Material, was von unten kommt, hier oben hoch durch. So. Gut. Das, ja, genau. Das werden wir jetzt quasi aufbauen da oben wieder und dann räumen wir das hier unten ab. Und dann hoffe ich einfach, dass wir dann alle Materialien da hinkriegen, wo sie hinbrauchen und irgendwie auch da hinkriegen, wo wir sie hinkriegen müssen. Oh, das kann ja bleiben. So. So, das heißt, eigentlich brauchen wir das hier gar nicht hier durchgängig machen, weil wenn wir ja auch die Rohstoffe da oben dann haben, dann ist es ja eh egal. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich hier so breit werde. Ich dachte, ich kann es wieder längs bauen, aber nee, ich werde jetzt hier breit und dann werden wir die rote Produktion, wenn wir hier quasi dann in diese Kiste hier mit reinnehmen, reinbauen und dann den Abtransport danach da vornehmen. Denke ich mal, das sollte dann so funktionieren. Muss man alles einmal außen rumlegen, aber steht egal. So viel Platz haben wir denn da doch noch und so viel Material, dass wir das auch einmal rumgelegt kriegen. So, das kommt denn hier hin. So, dann, ihr werdet natürlich beladen von zwei Fabriken, die hier stehen. Nebeneinander. Ach so, warte mal, hier steht schon ein zu dicht da dran. So, geht schon der erste Fehler wieder los. So. 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 Danke. So. Und so. So, das können wir dann hier unten auch gespiegelt gleich noch aufbauen mit. So, dann brauchen wir jetzt die hier. 1, 2. Gut, dann kann das nämlich hier durchgezogen werden nach unten. So, okay, also. Puh, wir müssen jetzt hier ein bisschen was umlegen. Erstmal müssen wir die hier aufgleisen. Der Aluminiumstrang darf eigentlich gleich hier irgendwo durchgelegt werden. Aber den brauchen wir denn da oben oder den legen wir denn hier denn mit durch. Gut, dann brauchen wir den hier nicht auf die Länge nehmen. Dann organisieren wir hier schon mal, dass das Aluminium nach oben kommt. Indem wir hier einfach so das Aluminium nach oben durchziehen. So. Dann liegt das da erstmal. Das verbinden wir auch noch nicht, aber wir wissen. Ja, das ist natürlich auch total bescheuert, ne? Liegt das hier. Das muss natürlich auch x-mal unterirdisch werden jetzt. Naja, gut. So. Also, wir müssen das hier auf jeden Fall aufgleisen in zwei. Das müssen wir so hinkriegen, dass das hier oben angeschlossen wird. Das heißt also hier, das kommt erstmal wieder weg. Und wie wir sehen, ist das Idealstandard genau dahin gewandert. Das hat natürlich auch viel Schönes. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es so gut passt. So. Dann kommt das hier dazu. Und dann kommt das hier dazu. So, das hier muss dann einmal hier unterirdisch verschwinden. So, und dann auf der anderen Seite wieder rauskommen.
Da liegen die Silikonwafer drauf. So, die Silikonwafer ist das, was wir hier in die Mitte rein transportieren. Sowohl hier als auch dort. Das heißt also, hier können wir das natürlich hier durchgehen lassen. Kein Problem. Aber halt eben, wir müssen noch gucken, wo. Wo wir denn den Anschluss dazu legen. So, Aluminium ziehen wir dann nach oben durch. Das wird dann also quasi hier unterirdisch auf jeden Fall. So, damit die hier nochmal durchgehen können. So, 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 so. Gut. Alles klar. Das haben wir. Dann haben wir nämlich jetzt hier schon mal die ersten Ressourcen für unsere Boards, die wir da herstellen wollen, drin. So, hier, das führt dann zu nichts weiter, hätte ich gesagt. Nein, das führt dann hier zu dem. Das führt zu dem. So, dann brauchen wir einen, der hier rauslegt, rauslegt. So, dann brauchen wir einen, der da reinlegt, einen, der da reinlegt, einen, der da reinlegt, einen, der da reinlegt. So, du kriegst noch Rohstoff da angeliefert und Rohstoff da angeliefert. So, du kriegst noch einen Rohstoff hier und hier und hier und hier. Und du kriegst einen Rohstoff, der kommt von dort. Das muss dann auch nicht mehr durchgezogen werden. So. Und du hast noch zwei Rohstoffe hier aufzunehmen. Und kriegst dann von da auch noch zwei weitere Rohstoffe geliefert. Das sieht doch erstmal so schon aus, als wenn das so sein müsste. Okay, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir sagen, hier werden auf jeden Fall die Dinger hergestellt. Die Dinger werden hier hergestellt. Dann wird hier hergestellt, Lötgelöt. So, das wird da hergestellt. Hier wird hergestellt Daddy das Board, also das Endergebnis. So, das sieht auch schon mal gut aus. So, dann hat der so. Dann brauchen wir jetzt Förderbänder und zwar Rohstoff. Hier brauchen wir dann Platz quasi. Also hier kommt ein Rohstoff an. So. Der kann quasi dann hier immer abgezweigt werden. Hier ist eine Rohstoffleitung. Dann haben wir hier den nächsten Rohstoff, der quasi unterirdisch hier durchgehen kann. Also hier kann ja jetzt, hier kann ja abgezweigt werden. Der Rohstoff geht weiter und hier geht einer unterirdisch durch. So, den Anschluss haben wir auch. Gut, dann geht der Rohstoff natürlich hier durch. So, der ist durchgängig. Das wären die Rohre. Dann wird der hier nochmal abgekniffen. So. So. Und der geht hier dann nochmal unterirdisch weiter, bis so weit wie geht. In dem Bereich müssen wir jetzt die ganzen Rohstoffe unterkriegen. So. Hier wird dann also auch ein Rohstoff quasi abgekniffen. Der denn hier unterirdisch dann weitergeht. Da reingeht und dann hat er hier natürlich auch so. Okay. Dann wird hier. Warte mal, wo kommt denn noch ein Rohstoff runter? Hier muss noch ein Rohstoff reinkommen. Hier muss noch ein Rohstoff reinkommen und der kommt, der geht da ab. So. Dann kann nämlich der hier abgekniffen werden. Warte mal, der kann. Das funktioniert so nicht, ne? Da muss man noch gucken, wie das funktioniert. Warte mal. So. Ja, die sind falsch rumgesetzt. Der nicht. Der ist richtig rumgesetzt, aber die müssen rumgesetzt werden. Das geht so nicht. Der muss dann auch eins nach oben. Dann läuft der hier rein. So, das ist der Rohstoff aber. So, der Rohstoff läuft hier weiter geradeaus durch. Der Rohstoff, der hier kommt, wird da abgekniffen und läuft dann. Wo läuft denn der denn geradeaus weiter durch? Achso. Der würde theoretisch jetzt hier oben durchlaufen, was er nicht soll. Vor allem muss er hier wieder runter. So.
Okay, dann muss hier noch ein Rohstoff reinkommen. Also hier müssen wir Plastik dann anlegen, hier müssen wir Kohle anlegen. So. Kohle, Plastik und dann kommt hier noch ein Rohstoff hoch. Der denn. Der könnte da oben durchliegen und dann ab und zu abgekniffen werden. Okay, ja, das kriegen wir hin. So. 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 Gut. So, das heißt, hier haben wir den Rohstoff, hier haben wir den Rohstoff, der durchgängig ist, hier haben wir den Rohstoff, der durchgängig ist. Jetzt müssen wir natürlich genau die richtigen Rohstoffe auch wieder hier runterkriegen. Das heißt, hier muss die Lane nochmal nach unten gehen. Da brauchen wir nochmal einen Abkneifer hier. Der das quasi hier nochmal aussortiert und dann haben wir keinen Platz mehr weiter geradeaus zu gehen. Dann müssen wir das so machen. So, so. Und dann so. So. Gut, dann haben wir jetzt hier wieder den Rohstoff, der auch hier runter geht, ne? Ja. Gott, ist das ein Gewirr da oben. Was ein Gewirr, was ein Gewirr, was ein Gewirr. Ob das am Ende so funktioniert, wie es soll? So, Plastik haben wir denn hier. Also das müsste der Plastikstrang werden. Plastik muss da reinkommen. So, hier muss keiner reinkommen. Hier kommt einer rein. Hier kommt einer rein. So, drei. Und hier kommt auch noch einer rein. Der wird hier nur abgekniffen, um dann da weiter zu gehen. Der kommt aber eigentlich von weiter oben, ne? Aber interessant. So, das ist nämlich die Kohle, die hier runter muss. Ups. Hier muss die Kohle runter. Und dann müssen wir den unterirdisch machen hier. Hier muss die Kohle runter und den müssen wir den hier nochmal ganz kurz weiter oben lang führen. Damit die Kohle wieder sauber hier runter kann. Oder werden wir breit? Wir werden breit, wir werden breit. Eieiei. So, warte mal. Hier kommt die Kohle angelaufen. Die muss dann hier abgekniffen werden. Die wird hier unterirdisch. Und da oben legt sie sich dann ganz normal wieder drauf. Dann haben wir vier Rohstoffe wieder. Obwohl, warte mal. Welcher ist das hier? So, der geht denn hier in. Ach, warte mal, der kommt doch von da oben. Der wird nur hier unten so durchgefädelt. Achso, okay, gut, gut, das ist kein Problem. Dann ist der hier hinten wieder da oben. Ja, also hier kommt der rein, Kohle. Kohle kommt hier rein, geht hier runter, geht hier unterirdisch bis dahin, bis dahin, bis dahin und geht dann hier wieder oben drauf. Okay, dann ist Kohle da drauf. Kohle geht dann hier runter und geht dann hier runter. Das ist richtig. So, hier geht durch die Rolle für das Material. Das sollte so auch funktionieren. Hier geht durch das Material Plastik und hier oben geht durch das Silicon Wafer. Das heißt, hier oben müssen wir den Silicon Wafer anlegen. Also erstmal müssen wir das hier unterirdisch machen. Von hier bis da. So, den ganzen Quatsch hier müssen wir unten nochmal hinbauen, ne? Puh, schwierig. So, und die Ausgänge müssen wir hier dann zusammenlegen zu einem Filament. Oder wollen wir ja hier zusammenlegen zu einem Förderband? Machen wir aber hier oben, ne? So. Puh.
Okay, gut, ja, dann hätten wir das. Also, wie ihr seht, wir wären doppelt so hoch wie das, was wir hier eigentlich sind. Und deswegen können wir hier jetzt auch den Rückweg anziehen, antreten, da auf dem Rückweg schon was hinbauen und dann mit den Förderbändern gerade durchgehen, wo die roten Chips drauf liegen und fertig. So ist jetzt der Plan zumindest. So, das heißt, die hier produziert werden, die werden wir außen rum komplett legen. Also hier wird dann hinten so hoch und dann kommt hier hinten noch was rüber. Also es müssten 4 Förderbänder, die aus dieser Fabrik rauskommen, die will ich eigentlich da hinten dann bei den roten oder roten Chipfabrik dann hinführen. So, gut. Das ist erstmal der Plan. So, gut. Das heißt also, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob die Rohstoffe auch wirklich hier an der richtigen Stelle ankommen. So, da werden wir dann nämlich jetzt hier mal die Rohstoffe anlegen, die wir brauchen. Achso, das ist ja falsch rum. Achso, ich hätte auch einfach R drücken können, ne? Naja, gut. Das war mir jetzt wieder zu profan. So. Gut, dann, so. Also, das sollte ja dann jetzt soweit funktionieren. Das heißt, wir müssen jetzt, erstmal noch die Stromleitungskabelplanung hier. Da passt das nicht. Dann passt das da nicht bis ganz oben hin. Haben wir da irgendwo Platz dafür? Machen wir da oben einen mittig hier oder so. Geht auch nicht. Warte mal, kann ich den dann einfach länger machen? Dann machen wir den einfach länger da oben. Dann stellen wir den nämlich hier hin. So. So. Dann stellen wir den wieder da hin. Und dann soll da nicht alles Strom haben. So, wir holen mal kurz mal Strom hier ran. Mal kurz einen Überhang machen. Achso, hier muss ich auch noch ein bisschen was bauen. Bauen. Warte mal, dann ziehen wir hier gerade runter in die Höhe hier. Und dann machen wir hier oben einen Mast und da oben einen Mast. Hier einen Mast und da einen Mast. Und dann sieht das alles ganz toll aus. Und dann kriegen wir da schon die ersten Silikonwafer rausgelegt. So, sehr gut. Okay, also Silikonwafer, die müssen angeschlossen werden. Wo? Hier, ne? Da wollte ich Silikonwafer runter haben. Gut, das heißt also, ich muss jetzt mit dem Silikonwafer an den obersten Strang ran. Na, das war ja wieder klar. So. So, da müsste der Silikonwafer hin. So, dann brauchen wir die Kohle. Wir legen die Kohle, denn das legen wir jetzt alles hier hinten hoch. Ob das hier alles so unten platzt, weiß ich noch nicht. Passt, weiß ich noch nicht. So, dann legen wir die Dinger. Was müssen wir jetzt als nächstes hier oben haben? Wir brauchen als nächstes das Plastik eigentlich. So, das Plastik legen wir also einmal hier rüber und dann da oben lang. So, dann legen wir jetzt hier rüber, dann kneifen wir das ab und dann legen wir das da oben lang. So, das müsste dann jetzt hier quasi hier dann so, ja, okay, können wir machen. Alles klar. Dann legen wir das jetzt einmal rüber hier. Um es dann wieder bloß zurückzuholen. Naja, das macht ja nichts. Das ist ja kein Problem. So, Plastik hier rüberlegen. Wir müssen dann mal gucken, wir wollen hier so lang. Das kann ich ja dann schon mal hier verlängern, die ganze Sache. Oh, wir müssen auch darauf achten, dass wir natürlich mit dem dann da hinkommen. Na gut, Plastik wird ja hier abgekniffen, das geht ja eh dann von hier aus da rein. Aber wir müssen dann da irgendwie das überbrücken. Ah, müssen wir mal gucken. So, gut. Okay, also, dann kommen wir jetzt von hier nach dort und wollen eigentlich hier hoch. So. Und dann müssen wir dann, das müssen wir ja dann irgendwie, warte mal, den machen wir hier so. Dann kommen wir nämlich, die Hälfte geht hier hoch und die andere Hälfte geht da hoch. So, dann haben wir nämlich da schon die beiden Bänder, die wir dann brauchen später, wenn wir die hier unten haben. So schwierig. So, ich brauche unterirdisch. Hä? Habe ich kein Unterirdisch mehr? Doch, da. Auch nicht mehr viel. So, okay. Dann geht das nämlich hier lang, dann geht das hier lang. Und dann sollte das hier lang gehen und dann auf das zweite Band geführt werden. Da sollte das Plastik langlaufen. So. Dann müsste das jetzt hier ankommen an den beiden Bändern. Wenn ich denn richtig gedacht habe. Und spannend. Kann man nicht anders sagen. Es ist schon spannend. So. Da. Zack, 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 zack. So. Was ist das hier eigentlich?
Das versteht keiner mehr. Das ist Quatsch. So. Das muss da rein. Geht denn hier unterirdisch durch und da wieder hoch. Ja, okay. So. Gut. Das ist das Kohleband dann hier. Okay, da muss die Kohle hoch. Ups, da hängen geblieben. Hier müssen wir die Kohle irgendwie raufkriegen. So. Wenn es geht, auch noch sinnvoll, aber naja, gut. Darum streiten wir uns jetzt erstmal nicht. So. Hier müssen wir die Kohle irgendwie draufkriegen. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal die Rollen hier ein bisschen unterirdisch machen. Damit wir das Kohleband hier durchkriegen. Und das müssen wir dann hier quasi gleich nochmal teilen. So. Dann machen wir das hier auch noch unterirdisch durch. So. So, weil das brauchen wir ja hier auf der Seite auch nochmal. Da müssen wir noch gucken, wo wir es dann brauchen. Gut, dann sollte jetzt die Kohle da ankommen. Gut, dann brauchen wir die Drähte. Die müssen dann hier ankommen. Das heißt also, hier müssen wir jetzt dann die Drähte drauflegen. Das heißt, dann machen wir hier den Teiler. Und lassen das hier unterirdisch bis dahin gehen. Und das unterirdisch hier lang gehen. Ziehen uns das hier dran und ziehen das denn hier hoch. Ist da dran. Und machen das dann hier mal unterirdisch. So. So. So, und jetzt sollte eigentlich theoretisch das Ding produziert werden können, wenn der hier dann, warte mal, Pickup Position lang. Position lang. So. So, der hat keine Drähte. Warum hat er keine Drähte? Weil der keine Drahtrollen kriegt. Moment, das hätten wir gleich. So, der hat Drahtrollen. So, und der kriegt hier kein Plastik. Das ist auch zu kurz. Moment. So. Der hat alles, was er braucht. Der hat alles, was er braucht. Der hat nicht alles, was er braucht. Warum hat er das nicht? Weil er an keine Kohle kommt. Achso, das ist noch zu kurz, das Band. Moment. Kein Problem. So. Und dann sollten da oben die ersten von den Chips ankommen. Ist, glaube ich, ein bisschen Overkill. Aber wir sind auf der sicheren Seite. Ja, doch, die sind eigentlich hier. Also der ist hier jetzt, der war jetzt doch eine ganze Weile am Dauer produzieren hier, also so Overkill ist das gar nicht. Auf jeden Fall ist das ewig erweiterbar, ne? Das können wir nach hinten hinziehen bis zu unserem Nimmerleinstag. Gut, okay, also wir haben schon mal festgestellt, das ist ein ganz schönes Gewirrwarr, aber es funktioniert. Wir stellen uns hier mal mittig hin. Moment, so. Machen da mal ein schönes Bild von. Wirrwarr funktioniert. So. Jetzt müssen wir das natürlich noch gespiegelt unten aufbauen und natürlich gucken, dass wir da alle Bänder reinkriegen. Und natürlich auch noch alle Abflussbänder, weil das ist ganz schön lang geworden hier. Ich glaube nämlich nicht, dass das hier unten reinpasst. So, wir sind hier, sind wir da und dann kommt das noch ganz schön bis hier unten runter. Könnte kritisch werden. Wir werden sehen. Alles klar. Ihr werdet es auf jeden Fall auch sehen. Ihr seid nämlich dann beim nächsten Mal mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis dann. Tschüss.